Ah, ich bin auf. Nein, ich bin aufgeregt. Ich trau mich nicht. Mann, Rin. Okay, komm, wir wissen viel über Rin, oder? Wir wissen sehr viel. Ich hoffe, das hat irgendwie mit Rin zu tun. Ich trinke noch einen Schluck von meinem Rin. Aus der Rinne, aus der Dachrinne. Moment. Mmh. Ah, ist das schön. Okay, erste Frage. Das scheint, hoffe ich, die letzte Hürde zu sein, oder? Komm. Wie lautet der richtige Name des Gespensts? Der Name, den sie von ihrer Blut... von ihrem blutrünstigsten Vater bekommen hat. Nur ihre wahren Freunde dürfen sie so nennen. Okay, ihr seht, das verhagelt mir sogar das Sprachzentrum gerade. Aber das weiß ich. Das ist Rin Yamaoka. Ja. Okay, die hast du geschafft. Fang noch nicht an zu feiern, du Wurm. Das war die einfachste Frage wahrscheinlich. Zweite Frage. Was wohnt dem Gespenst inne? Tja, das ist natürlich einfach. Ich als Rinnkenner weiß das. Und zwar ein Drache. Sie hat oftmals davon geredet, dass in ihr ein Drache wohnt, der ja, Vergeltung möchte. Also ein Drache, du Arschloch. Klar, weiß doch jeder. So einfach wird es nicht bleiben. Oh verdammt, wie viele Fragen kommen denn jetzt? Dritte Frage. Moment, mein Bizeps ist verrutscht. So, jetzt geht schon besser. Wo hat das Gespenst gearbeitet, als sie noch ein normales College-Mädchen war, das noch nicht aus Rache auf war? Restaurant. Friseursalon hat sie nie erwähnt. Tja, nun auch nicht. Restaurant, bin ich der Meinung, hatte sie mal gesagt, dass sie als Mädchen im Restaurant gearbeitet hat, oder? Ha, okay. Ich weiß, kaum Vorspieler, dass ich was mit einer Kellnerin hatte. Du kleiner Lümmel, du. Das musst du nicht so offen erwähnen. Sag mein Vater nicht, dass ich mich mit dem Pöbel eingelassen habe. Er wäre so enttäuscht von mir. Vierte Frage. Oh Gott, noch eine Frage. Was ist die Lieblingsfarbe des Gespenstes? Hä? Weißt du das? Alter, würde ich fast schon schwarz sagen, ohne dass ich jetzt auf die Antworten warte. Aber wir schauen mal. Ganz klar. Rin, du schaust ganz gespannt zu, weil du genau weißt, was diese Nacht passieren wird, oder? Schwarz, ich weiß es. Sind diese Fragen oberflächlich? Sicher. Vielleicht habe ich das Gespenst nicht gut genug kennengelernt. Vielleicht hat sie mir deshalb den Lauf... Vielleicht hat sie mir deshalb mit uns nicht geklappt. Wer weiß. Fünfte und letzte Frage. Oh Gott. Du schaffst das, Claudius. Ich glaube an dich. Was ist laut dem Gespenst schlimmer als der Tod? Unerledigte Dinge zurückzulassen, Abschnitte des eigenen Lebens zu bereuen, nicht als die Person gesehen zu werden, die man ist. Okay, ich habe einen Favorit. Was meint ihr? Ah ja. Mhm. Bist du dir da sicher? Also ich würde jetzt meinen, nicht als die Person gesehen zu werden, die man ist. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gehört. Abschnitte des eigenen Lebens zu bereuen, sie ist nicht diejenige, die das bereut. Unerledigt Dinge zurückzulassen, das ist auch nicht... Na. Nicht als die Person gesehen zu werden, die man ist, würde ich jetzt hoffen. Oh! Als ich den Bossen bei BRHVRTV den Fallensteller-Test vorgestellt habe, hieß es, das Budget wurde kein neues Auto als Preisgeld für den Gewinner hergeben. Also habe ich sie auf der Stelle getötet, und zwar alle. Das hat zwar das Budgetproblem nicht gelöst, aber es fühlte sich großartig an. Oh Mann, ich bin froh, dass ich das irgendwie hinbekommen habe. Ich erzähle dir das, um A.
anzugeben und B, zu erklären, warum du nichts weiter gewinnen wirst als einen herzlichen Glückwunsch. Du hast den Fallenteller-Test bestanden. Schwer war es ohnehin nicht. Die Frau, die von einem riesigen Licht besessen ist, das im Dunkeln leuchtet, hat Probleme damit, gesehen zu werden? Wer hätte das gedacht? Schaut mal, wie sie schaut. Du hast bestimmt geraten, aber Regeln sind Regeln, auch wenn ich sie mir nur ausgedacht habe. Du liegst richtig. Ich bin dann wohl einverstanden damit, dass du was mit dem Gespenst anfängst oder was auch immer. Nicht, dass mich das je gekümmert hätte. Ich hatte nur gehofft, dass du einen Fehler machst und mir eine Ausrede lieferst, meine Klinge in dein Blut zu ertränken. Vergiss es, du kannst abpissen. Tschüssi. Vielleicht fällt mir morgen ein anderer Grund ein. Bis dahin, amüsiert euch gut, ihr beiden. Zwinker, zwinker. Fallenstelle, Ende. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, dass du das durchmachen musstest, mein Claudius. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Rin. Doch mich hat so schockiert, dass ich darauf erstmal kurz mal pissen muss. Kleinen Moment, ich verschwinde hier im Tunnel hinter der Ecke und bin gleich wieder da. Ach, 5 mickrige Fragen? Das war gar nichts. Nicht nur das, so lächerlich und überflüssig es auch war, die ganze Sache. In irgendeinem Tunnel aufzuwachen, unseren Streit mit anzuhören, die Neuigkeit, dass ich was mit dem Fallensteller hatte und dann noch dieses dämliche Quiz, alles davon, ganz besonders der Spruch Fallensteller Ende. Und all das nur, weil ich dich wirklich mag. Wenn ich dich nicht mögen würde, wäre nichts davon passiert. Und ich mag dich auch, Gespenst. Und da wir nicht wissen, wie es hier weitergeht, ist hier der passende Zeitpunkt gekommen, dir eine Sache zu sagen, Rin, die ich dir schon immer mal sagen wollte. Und ich hoffe, es gefällt dir. Nun sitze ich hier, ganz nah neben dir, in meiner Badehose, mein Herz rutscht in die Hose, im Nebel vereint bis in die Ewigkeit, der Wind rauscht übers Meer und ich seh unter ihr Kleid, der Weg bis hierher war steinig und schwer, zu oft hab ich mich gefragt, wie's wohl mit ihr wär, doch heute Nacht im Kerzenlicht nimm ich meinen Mut zusammen und sag's ihr ins Gesicht. Lass mich heut Nacht doch bei dir sein. Durchbreche deine Barriere. Lass mich heut Nacht doch in dich rein. Und ich fühl deine Leere. Und jetzt stehst du da, ich trag dich zum Altar, sonnenklar. Ich möchte dich berühren, dich heute Nacht verführen. Öffne mir deine Türen und ich tret ein. Mit meinem Standbein zur Skyline. Lass mich heut Nacht bloß nicht allein. Der Strand ist voller Dämonen. Lass uns heut Nacht zusammen sein. Ich hab schon 3 Erektionen. Ich wirk bestimmt grad wie ein Schwein. Doch obendrein zeigst du dein Bein, das ist gemein. Zudem ist dein Körper richtig geil designt. Und nun sei ehrlich, wir gehören zusammen vereint. Nie mehr einsam auf der Insel, nie allein. Zwischen Kokosnüssen und ein Glas voll Wein wirst du ganz gemein ans Bett gefesselt sein. Und ich seh deine Tropfen auf dem heißen Stein. Jetzt ist es endlich raus. Ich hoffe, es hat dir gefallen drin. Bitte, nenn mich Rin. Rin. Für mich hat es sich nicht so angefühlt, als wäre unser Leuchtturmerlebnis abgeschlossen gewesen.
Es gab noch etwas anderes, das ich dir zeigen wollte. Allein oben im Laternenraum des Turms. Klapp dein Mund wieder zu. Konntest du jetzt Gedanken lesen? Das hier ist nicht diese Art von Spiel. Was? Nicht? Wie war das? Ein Moment bitte. Ich höre gerade... Warte, okay. Es ist doch diese Art von Spiel. Du darfst weiter sagen. Was? Kommst du noch einmal mit mir nach oben? Mein kleiner Claudius. Aber na sicher, da brauchst du doch nicht mich drum bitten. An keinem Ort wäre ich lieber. Du bist gespannt darauf, in den Laternenraum des Leuchtturms zurückzukehren, trotz all der Tragik und der Sorgen, die dieser Ort zuvor für dich bereitgehalten hat. Vor allem freust du dich darauf, mit dem Gespenst dort zu sein. Und deshalb bist du auch umso enttäuschter, als ihr von... Was macht die schon wieder da? Ich werde hier gleich bekloppt. Als ihr von Claudettes und Dwights plötzlichen Erscheinungen unterbrochen werdet. Ich brauche hier irgendwas zum Zerquetschen gerade. Ich hab nichts. Verdammt, was wirft ihr Ärsche denn schon wieder hier? Claudette, Dwight, toll euch hier zu sehen. Moment, habe ich toll gesagt? Ich meinte tragisch, verpisst euch. Tragisch? Das denke ich nicht. Was könnte an einem Familientreffen so tragisch sein? Nach meiner Erfahrung sind das immer freudige Anlässe. Bevor sie erklären können, was das bedeuten soll, beginnt der Leuchtturm einen tiefen, angsteinflößenden Ton zu heulen. Auf eine inzwischen vertraute Weise fängt das Objekt zu leuchten an. Du machst dich bereit, deine Augen zu schützen, falls dir wieder etwas Schlimmes widerfahren sollte. Jetzt ist nicht die Zeit für irgendwelchen Reality-Show-Schwachsinn. Dwight! Claudette! Hände vor die Augen! Wir wissen nicht, was der Leuchtturm... Na, na, keine Unterbrechung, wenn ich bitten darf. Man sollte annehmen, du hättest nach all dieser Zeit erkannt, dass wir nur dein Bestes im Sinn haben. Moment, was? Nein, natürlich habe ich das nicht. Hast du was an den Ohren? Nicht unterbrechen. Sag mal, Dwight, komm raus hier, one-on-one. Ich prügel dir deine dämliche Farbe aus deiner Frisur, du Waschlappen. Zu spät. Das schwarze Licht lodert auf. In der Dunkelheit siehst du etwas Schreckliches und Fremdartiges. Anstelle von von Claudette und Dwight sind zwei grausige Silhouetten zu erkennen. Doch bevor du den Blick auf sie richten kannst, verschwindet das Licht und die beiden Überlebenden nehmen wieder ihre normale Gestalt an. Was ist hier los? Hier oben zieht es ganz schön. Ich hätte einen Pullover einpacken sollen. Was zum haarigen Henker ist hier los überhaupt? Hey, Wortwahl! Solche Kraftausdrücke gehören sich nicht. Huh? In Gegenwart von Senioren. Was ist das jetzt? Nein. Großvater? Meine kleine Rin, du bist eine richtige Frau geworden. Sie werden so schnell erwachsen. was? Claudius, das ist mein Großvater. Kasan Yamaoka. Naja, technisch gesehen ist er mein Urgroßvater. Aber das sind eine Menge Urs auf einmal. Was sucht denn der Oni jetzt hier? Was ist denn hier los? Ich habe meine kleine Rin nicht mehr gesehen, seit ich vom Jenseits aus über sie wachte, als sie noch ein kleines Mädchen war.
Und ich erwarte von euch, dass ihr kein einziges Ur unter dem Tisch fallen lässt. Das ist eine Frage der Ehre und des Respekts. Außerin, sie kann tun, was sie will. Mein teurer kleiner Engel. Aber du... Uni mustert dich mit seinen dämonischen roten Augen. Du hast den Eindruck, dass dich sogar das dekorative dritte Auge auf seiner Maske anstarrt. Du Missgeburt! Du wirst mir Respekt erweisen, oder ich wische die Überreste deines Schädels von meinem Kanabo. Ein Kanabo ist übrigens eine Art Baseballschläger aus Metall. Der mit Stacheln gepickt, gespickte... Was geht denn hier eigentlich ab? Komm hier... Die ganze Familie an hier jetzt auf einmal, oder wie? Ich dachte, ich kann hier mit drin mal irgendwie allein sein. Ich verstehe sowieso nicht, was Abschaum wie du in der Nähe einer Nachfahrin der edlen Familie Yamaoka zu suchen hat. Dirk, Claudine, was läuft dir eigentlich? Dwight, mein Herr, und Claudette, erinnern Sie sich? Wir haben Ihnen erklärt, dass Sie den Verehrer Ihrer Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin kennenlernen. Und ihr sagen, ob oder verweigern oder so. Fünfmal Ur! Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Sir, eure Ehrenmeister, mein Herr. Dwight, er ist ein Samurai, kein Richter. Großvater, sie haben dich gerufen, weil sie auf dein Urteilsvermögen vertrauen und weil ich, wenn sie meinen Vater geholt hätten, zu sehr davon abgelenkt wäre, ihn bis in alle Ewigkeit zu foltern und mit was immer das ist, weiterzumachen. Eine Show, ein Spiel, eine Erfahrung? Oh, ja, das ergibt Sinn. Nur ein Mann von meiner Kraft und Statur kann hier helfen. Sind wir vielleicht etwas aufgeblasen? Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Kazan. Nur meine Familie und meine Freunde dürfen mich Kazan nennen. Jene, die in meiner Gegenwart vor Angst zittern, nennen mich Oni. Du erkennst eine große Ähnlichkeit mit dem Fallensteller. Nicht nur in Onis enormen Größe, sondern auch in seiner Einstellung. Das Gespenst fährt offenbar auf einen bestimmten Typ ab. Bist du sicher, dass du da mithalten kannst oder willst? Naja, komm, Moment mal. Also, gib mir ein bisschen Zeit, dann mache ich das. Dir dämmert etwas. Moment. Vielleicht ähnelst du Oni ja doch. Jedes Mal, wenn du versucht hast, dein eigenen Spiegelbild zu begutachten, wurde dir ganz schwummerig und schwindelig. Du solltest bei der Gelegenheit darüber nachdenken, ob du eine Art Riesenvampir mit dem ersten Fall von Selbstblindheit sein könntest. Selbstblindheit. Ja, danke. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Zwei Schritte entfernt steht ein gewaltiger Samurai, der dich aus hasserfüllten Augen anstarrt. Tja, sie machen mir keine Angst. Also bleibe ich bei Kazan. Moment mal, was sage ich hier eigentlich? Guck doch mal an, wie der vor dir steht. Der schraubt mir den Schädel ab. Oh, hoffentlich war das kein Fehler, Mann.